wash my mouth out with soap. Am 30. Juni wurden Glamour und Style wieder in der Landeshauptstadt zelebriert. 8 Absolventen der Designschule Schwerin haben an diesem Abend knapp 300 Gäste in die alte Druckerei im Medienhaus Nord eingeladen. Der feierliche Anlass ist in Schwerin bereits seit 2011 eine feste Tradition. Damals wurde erstmals die Look veranstaltet, die Fashion Show der Absolventen. 2018 erlebte das inzwischen kultige Event eine Neuauflage. Neben der Designschule Schwerin wurde auch die Leipziger Vitruvius Hochschule auf dem Catwalk und hinter den Kulissen vertreten. Modedesign in Ostdeutschland zu studieren, ja, das geht. Modedesign ist immer noch beliebt und was wir dieses Jahr auf jeden Fall neu mit anbieten, ist noch der Maßschneider. Und dadurch können wir auf jeden Fall doch das Angebot attraktiver gestalten, weil gerade, glaube ich, für die Eltern ist es halt manchmal so ein bisschen schwierig. Der Modedesigner, was ist das, das so ein bisschen zu greifen? Das ist natürlich, wenn man einen Maßschneider hat, der Handwerkskammer geprüft ist, für die Eltern noch so das echte Handwerk. Und das bieten wir ab diesem Jahr neu bei uns an der Schule und wir konnten dadurch die Bewerberzahlen um ein Vielfaches steigern und darüber freuen wir uns natürlich total. Die Designschule Schwerin ist eine der recht wenigen Vertreterinnen der durchaus dünnen Hochschullandschaft in der Landeshauptstadt. Doch die Qualität des Studiums hier ist sehr hoch. Selbst ein ungeschultes Auge konnte an den Kleidungsstücken Qualität, Begabung und auch handwerkliche Leistungen deren Schöpfer leicht erkennen. Doch nicht nur das wird von den Nachwuchsdesignern erwartet, damit sie nach dem Abschluss in der Branche Fuß fassen können. Man muss in der Lage sein, Trends zu erkennen und ihnen am besten noch ein Stück voraus zu sein. Auf jeden Fall so ein Trend zum Minimalismus wieder zurück. Natürlich haben wir jetzt ein Revival von Gucci und mit sehr viel Opulenz, sehr viel Stickereien. Und der Gegentrend auf jeden Fall ist Minimalismus und den habe ich mir angeeignet, glaube ich, für meine Kollektion. Für Schwerin ist die New Look natürlich ein ganz besonderes Event. Zugegeben, eine Modemetropole ist die Mecklenburger Landeshauptstadt nicht. Noch nicht. Denn die Lage direkt zwischen Berlin und Hamburg verpflichtet und so sehen sich auch die zahlreichen Akteure aus der Region in der Pflicht, die Modenschau tatkräftig zu unterstützen. Sponsoren für das New Look zu finden, war keine allzu schwere Aufgabe. Denn mit ihrem Beitrag unterstützen sie nicht nur die kreative Jugend selbst, sondern auch ihre eigene Stadt. Wie es zum Beispiel die VR-Bank gerne tut. Ja, weil uns die Mode einfach auch gefällt und wir auch jungen Designern ja auch die Chance geben wollen, in der Öffentlichkeit auch präsent zu sein. Über 300 Gäste, mehr als 150 Outfits. Dazu eine Menge Glanz, Glamour und Spaß. So war die New Look 2018 und in einem Jahr wird der Catwalk wieder in der alten Druckerei verlegt.